Ja, ich habe mich bei Union beworben, habe meine Unterlagen hierher geschickt und ja, habe dann eine Rückmeldung bekommen, dass ich im Kandidatenkreis bin. Habe dann das erste Gespräch gehabt und das war, denke ich, sehr erfolgreich. Wurde zum zweiten Gespräch eingeladen und ja, da habe ich mein Konzept detailliert vorgestellt und ja, im Anschluss gewartet auf die Reaktion und die kam dann auch. Ich habe dann einen Anruf vom Präsidenten bekommen, dass Union gerne mit mir als Cheftrainer 3 Jahre arbeiten würde. Die jetzige Mannschaft war natürlich auch, das kann man natürlich in allen Statistiken auch lesen, war sehr, sehr Ballbesitz geprägt. Meine Aufgabe ist es natürlich jetzt aus diesem Ballbesitz auch dann noch zählbaren Erfolg zu haben, weil das war eben auch ein Manko. Das ist immer eine schwierige Geschichte, dieses dann zu erarbeiten. Aber das ist natürlich auch meine Aufgabe, aus einem guten Ballbesitz raus sich Torchancen zu erarbeiten, in den torgefährlichen Bereich zu kommen. Aber natürlich auch, und das ist auch ein Hauptaugenmerk von meiner Spielphilosophie, dieses schnelle Umschaltspiel, das schnelle Umschaltspiel in beide Richtungen. Da werde ich natürlich ganz großen Wert drauf legen. Und ich sehe natürlich auch eben die Notwendigkeit, die Mannschaft natürlich zu verjüngen und junge Talente immer mehr zu integrieren und dann auch zu entwickeln. Ziel ist es immer, also für jeden Trainer ist es natürlich immer irgendwo ein Ziel, aufzusteigen. Aber ich bin jetzt natürlich auch Realist und ich setze mich selber nicht unter Druck. Der Verein setzt mich nicht unter Druck, aufsteigen zu müssen. Für mich ist es eine Zielsetzung, einfach meine Spielphilosophie, meinen Plan, mein Konzept hier immer, also möglichst schnell hier der Mannschaft zu vermitteln. Und dass man immer mehr auch meine Handschrift erkennt und letztendlich die dann auch in Zusammenarbeit mit dem ganzen Team, mit dem ganzen Umfeld, ja, dann zum sportlichen Erfolg führt.